meinem Kanal, denn heute werde ich euch zwei neue Tricks zeigen, mit denen ihr erstens euer Internet um bis zu 40% beschleunigen könnt und zweitens euren Computer um 30% schneller machen könnt. Los geht's! Zum Beginn möchte ich noch eine kleine Warnung aussprechen, und zwar könnte euer PC durch diese Tricks etwas lauter werden und ein bisschen mehr Strom verbrauchen. So, und jetzt meine lieben Freunde, starten wir mal direkt mit dem allerersten Trick rein, mit dem ihr euer Internet, egal ob über Kabel oder WLAN, um bis zu 40% schneller machen könnt, und das geht auch wirklich ganz einfach. Ihr müsst euch nur mal das Programm TCP Optimizer runterladen, und dieses Programm verändert dann die GP-Edit-MSC-Dateien und verändert zum Beispiel die Bandbreite. Das heißt, dass ein Spiel namens Fortnite zum Beispiel jetzt nicht mehr 5 MB pro Sekunde nur verwenden darf, sondern volle 10 MB pro Sekunde. Das braucht dann auch ein bisschen mehr Energie und auch ein bisschen mehr Daten. Dafür habt ihr wirklich einen viel besseren Ping und könnt auch wirklich viel schneller surfen. Los geht's! Nachdem ihr dieses Programm hier über das Internet installiert habt, müsst ihr mal schnell einen Speedtest machen, um herauszufinden, wie schnell euer Internet vorher ist. Da gebt ihr einfach mal in Google ein Speedtest und da findet ihr dann etliche Speedtests, wo ihr schauen könnt, wie schnell euer Internet ist. Hier ist zum Beispiel einer. Klickt dann einfach auf Durchführen und dann wird euch angezeigt die Upload- und die Downloadgeschwindigkeit. Und danach geht ihr wieder zurück zum TCP Optimizer und gibt dann hier die Downloadgeschwindigkeit an. Bei mir waren das früher 5 MB pro Sekunde, inzwischen sind das bei mir jetzt schon 10 MB pro Sekunde dank dieses Programms. Und dann geht ihr hier einfach auf Optimal. Bei mir ist das schon eingestellt, weil ich es eben schon mal gemacht habe. Und dann geht ihr einfach auf Apply Changes, danach wird euer Computer ein Neustart und danach habt ihr ein wirklich viel schnelleres Internet. Bei mir wurde es sogar um 50% schneller. Jo, und damit kommen wir schon zum nächsten Schritt. Um euren PC so zu beschleunigen, müsst ihr den Windows God Mode aktivieren. Das funktioniert ganz einfach. Dafür kopiert euch diesen Code hier einfach aus der Beschreibung meines Videos auf Kopieren. Geht dann hier unter Windows C Drive und macht hier einfach einen neuen Ordner, welchen ihr mit diesem Code hier benennt. So, einfügen. Dann geht ihr einfach auf Enter und dann entsteht daraus dieses Einstellungsmodul, was ihr einfach anklicken könnt. Und hier unter Energieoptionen das hier anklicken müsst und dann könnt ihr hier auf Hochleistung wechseln. Damit eure PC, wie gesagt, um bis zu 30% schneller. So, fertig. Wenn ihr die Leistung eures Computers noch mehr steigern wollt, dann ist es sehr empfehlenswert, dass ihr einfach mal hier auf den Task Manager geht und dann mal anschaut, welche Programme automatisch mitstarten mit eurem Computer. Weil diese Programme werden auch die ganze Zeit im Hintergrund laufen und dadurch viel Arbeitsspeicher verbrauchen. Dann schaue ich einfach mal, welche Programme ich brauche und welche nicht. Also Virenschutzprogramm ist mal super. Naja, Opera Browser Assistant brauche ich ehrlich gesagt nicht. Klicke ich einfach mal mit der rechten Maustaste drauf und gehe einfach auf Deaktivieren. Jetzt wird dieses Programm hier nicht mehr im Hintergrund starten. Oh ja, und dadurch ist euer PC auch schon mal etwas schneller. So Freunde, und das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit einem Like und einem Abo unterstützen würdet. Jo, und wir sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Freunde!